Wer an Nord- oder Ostseeurlaub macht, der will den Norden kennenlernen, das typisch Norddeutsche verstehen, das Meer, die Menschen und natürlich auch das Essen. Um wirklich urige norddeutsche Restaurants zu finden, muss man schon ein bisschen suchen. Im Ostseebad Rostock-Warnemünde findet man dann zum Beispiel den Stromer. Der alte Strom, die Flaniermeile in Rostock-Warnemünde. Die nördliche Seite voller Gäste, die von oder zur Ostsee strömen. Auf der Südseite ein ganz anderes Bild. Ganz am Ende und versteckt das Restaurant zum Strom. Bist du zufrieden? Mal her. Bist du zufrieden wie immer? Das sieht gut aus. Du, extra für dich. Die Kleinen habe ich alle wieder über Bord geschmissen. Ja. Und nur für dich. Nein, sehr das schön. Spezielle. Super. Okay. Damit können wir was machen. Gut. Tschüss, Kambi. Tschüss. Dennis Arnhold hat hier vor 10 Jahren ein kleines Fischrestaurant eröffnet. Wir filetieren die jetzt, putzen die und werden die Filets dann braten. Wir werden dazu buntes Marktgemüse machen, also Pak Choi, Karotten, grünen Spargel noch, Tomaten. Das alles mit bisschen Kräutern in der Pfanne. Dann geht es nochmal in den Backofen und darauf wollen wir dann die Dorschfilets anrichten. Dorsch und Lachs, die Klassiker. Dazu gibt es heute tomatisierten Blattspinat und rote Beete Kartoffelpüree oder gegrilltes Pfannengemüse. Dennis Arnhold war noch Klimatechniker in Leipzig, als der Stromer einen neuen Pächter suchte. Im ersten Moment war mir das erstmal eine Nummer zu groß. Und wir haben aber dann eigentlich bei einer Feier 2 Tage später mit noch einem Freund, der damals hier mit angefangen hatte, den Entschluss gefasst, wir probieren das einfach, ohne eigentlich zu wissen, auf was wir uns einlassen. Kurz entschlossen packte der Hobbykoch aus Sachsen seine Koffer und startete in ein neues Leben. Es hat sich gelohnt. Das Fischrestaurant gilt heute als Geheimtipp. Eine kleine, aber feine Karte mit frischem Fisch, saisonalem Biogemüse und Wildkräutern. Und das an historischer Stelle. Denn der Stromer ist das älteste Restaurant im Ort. 1842 hatte hier der Warnemünder Kapitän Jungmann nach seiner Fahrenzeit die Gastwirtschaft eröffnet. Selbst in DDR-Zeiten war das eben eine Kneipe, sag ich mal, wo manche Lohntüte hier geblieben ist, wo kräftig gefeiert und getrunken wurde. Und jetzt hat sich es eigentlich dahingehend verändert, dass immer noch getrunken und gefeiert wird, aber es geht nicht mehr die ganze Lohntüte drauf. Wie die Perlen auf einer Schnur reihen sich heute die Seefahrer- und Fischerkneipen aneinander. Die alten Fotos des Heimatmuseums erzählen die bewegte Geschichte des kleinen Fischerdorfes. Wer nicht zur See fuhr, lebt in Warnemünde mehr schlecht als recht vom Fischfang. 1323 kaufte die Hansestadt das Dorf, um sich den Zugang zum Meer zu sichern. Heute steht der Ort für Ostseeurlaub und maritime Küche. In den frühen Abendstunden öffnet das Restaurant zum Stromer die alten Holztüren für seine Gäste. Einen lieben Gruß aus der Küche. Frischen Kräuterquark haben wir und jeder bekommt dann ein bisschen Baguette ab und ein Messerchen habe ich für Sie untergeschoben. Der Renner heute, der Ostseedorsch mit gegrilltem Markgemüse und speckummantelten Kartoffeln. Das hat ein gewisses Flair, was man sonst kaum noch irgendwo hat. Und dann dazu noch das gute Essen ist natürlich eine super Kombination. Der Stromer, von der alten Seefahrerkneipe zum kulinarischen Geheimtipp am alten Strom in Warnemünde.